Hallo, das ist Harry von Pickards und ich will euch gern diese Kurs, die in dieses Fortbildungszentrum organisiert wird, vorstellen. Dieser Schmerzpatientkurs ist ein Zwei-Module-Kurs von 3 Tagen. Ja, die an der linken Seite sieht man eigentlich die Inhalte, die erste Modul. Ja, und die Modul besteht aus 50% Praxis und 50% Theorie. Ja, wir gehen sehr stark in die aktuelle Schmerzkenntnisse in, ja, die fundamentale Theorie, die momentan dafür ist. Und zweitens gehen wir natürlich auch sehr stark ein auf die Praxis, die an die rechte Seite steht, ja, die dominierend auch in die zweite Modul nach vorne kommt. Nochmals, die Kurs ist 50% Theorie, 50% Praxis. In die erste Modul gehen wir sehr ein auf die spannende, fundamentale Schmerzkenntnisse von die Vorgeschichte bis jetzt. Ja, wir gehen, reden über die Schmerzen, wie man die Schmerzerfahrungen beschrieben hat in die Mittelalter bis zum Jetzt, zu die biopsychosozialen Modellen. Ja, und kommen dann eigentlich aus, ja, auf das Schmerzmodell, die momentan sehr aktuell ist. Das ist das kortikale Körpermatrix-Modell. Ja, wo sowohl Schmerzerfahrung eine Rolle mitspielt, aber auch die Erfahrung von uns Körpergefühl und die Orientierung und die Kommunikation mit der Umgebung. Ja, und das ist möglicherweise auch fundamental für, wie wir in Rehabilitation eigentlich auch mit Patienten umgehen können. Auch in die Modul 1 werden wir das sehr stark aufbauen von aus die periphere Sensibilisierung und später auch alle afferente Informationen, die möglich zu Schmerz verursachen können, beschreiben. Das geht eigentlich ein auf, ja, was passiert in die Zielorganen, ja, was ist eigentlich eine Nociception, was ist eine chemische, mechanische und auch eine Entzündungs-Nociception, was ist die Bedeutung von den Nerven davon und was passiert dann in die Folgenden auch in die Hinterhörer. Wenn wir das besprochen haben, dann werden wir vertieft reingehen auf, was eigentlich in das Gehirn passiert. Und dabei gehört Basis Gehirnanatomie und Biologie. Ja, und wir werden auch sehr vertieft eingehen auf diese Definitionen von, was ist ein Engramm, was ist eine Neuromatrix, was ist ein Konnektom und ein Neurotag und was bedeutet das für unsere Assessments und für die Therapie. Und dann, sehr spannend, ist auch die neue Definition von die IASP, die International Association of Study of Pain, hat in 2019 einige spannende neue Definitionen vorgeschlagen. Ja, und ein Ding davon ist, dass chronischer Schmerz eigentlich als eine eigene Entität gesehen wird, also eine eigene Krankheit und nicht als ein Symptomkomplex. Und das bedeutet, dass es für uns auch enorme neue Herausforderungen gibt für die Zukunft. Ja, und diese neue Definition werden wir auch direkt integrieren, wie wir ein Assessment machen und wie wir auch die Therapie angehen. Ja, so auch in die erste Modul, wenn wir eigentlich dann von aus das Fundament auch diskutieren, wie wir ein Schmerzassessment machen werden, ja, wie wir eine Subjektivbefundaufnahme machen werden und welche Assessments wir da gut für gebrauchen können. Und das machen wir auch manchmal in Gruppenarbeit, ja, was man hier sieht, ja, und wenn wir das auch vertiefen und anhand von der Richtlinie. Ja, und auch dabei neu ist, denke ich, auch die Analyse von mimischer Expression von Schmerz. Ja, wir haben 5 Typen von Schmerzerfahrung, ja, die wir auch sehr systematisch bringen wollen. Und wir wollen auch die aktuellen Assessments, die man in die Praxis gebrauchen kann, um Schmerz zu beurteilen. So, die Modul 1 ist eine Übersicht hier nochmal gegeben. Ja, wir gehen in die Schmerzmodellen, wir gehen weiter in die neurobiologische Eigenschaften von das Gehirn, wir gehen weiter in, was bedeutet eigentlich ein klinischer Test für uns, ja, und wie können wir das interpretieren und wir vertiefen uns in die Fragenbogen und die weiteren Assessments. Zwischen Modul 1 und 2 belegen wir Blended Learning. Also ihr bekommt da Aufgaben, die ihr machen könnt. Ja, zwischen Modul 1 und 2, die zusammengehen mit einigen Videos, ja, die eigentlich
mit dieser Schmerzerfahrung und die Schmerzkenntnis zu tun hat, um dich so gut wie möglich vorzubereiten auf die Module 2. So, nochmals, Module 1 und 2 sind 50% Theorie, 50% Praxis. Akzent von der Praxis liegt dominierend in Modul 2. Und was wir da behandeln, ist auch nochmal weiter in die motorische Kontrolle. Ja, was sie bedeutet für einen chronischen Schmerzpatient, was eigentlich die motorische Kontrolle verändert. Ja, zum Beispiel, ein Ding ist zum Beispiel das Links-Rechts-Erkennungsunterschied, aber auch zum Beispiel das Körpergefühl und die Zweipunktdiskrimination. Wir werden da in sowohl die lumbale Wirbelsäule, die cervikale Wirbelsäule, aber auch in das Gesicht weiter auf eingehen, wie wir das befunden können und wie wir das dann implementieren können in die Praxis. Auch ein großer Teil geht über Neuroscience Pain Education, neurowissenschaftliche Schmerzerklärung. Was sind die Eigenschaften von Patienten, die kommen mit chronischem Schmerz? Die Erfahrung zwischen genderspezifischen Aktivitäten, so ein Mann oder Frau erfahrt Schmerz anders. Wie kann ich das erkennen? Und was kann ich gebrauchen in meine fundamentale Erklärung dahin? Das machen wir auch in Gruppenarbeit und auch in kleinen Präsentationen. Und dann kommt ein großer Teil von diese Module 2 ist auch die Körpergefühl und Assessment and Training von Körpergefühl. Ja, wir gucken nach Zweipunktdiskrimination, Links-Rechts-Erkennung, Spiegeltherapie und Spiegelung. Was bedeutet das für die Rehabilitation und wie können wir das in unsere allgemeine tägliche Praxis ja mit dieser neuen Schmerzdefinition integrieren? So, hier nochmal eine Übersicht, was wir behandeln. Ganz kurz haben wir das schon erklärt, aber es geht natürlich relativ tief. Ja, und wir werden das auch gerne ja, noch weiter vertiefen in einen Aufbaukurs, der später kommt. Für wem ist dieser Kurs? Die Kurs ist eigentlich für alle Therapieberufe, ja, die alle, die zu tun haben mit Rehabilitation und die auch die up-to-date Kenntnisse haben wollen über Schmerz, zoals de Physiotherapie, die Ergotherapeuten und die Logopäden. Ja, manchmal ist es auch spannend, ja, um diese zwei oder drei Disziplinen zusammenzunehmen, ja, weil man lernt eigentlich in diesem, bezüglich auf dieses Materie sehr viel. So, die Fortbildung finden Sie in dieses Fortbildungszentrum. Ja, die Daten sind hier auch angegeben. Ja, und wir hoffen auch, dass ihr ein bisschen Informationen über den Kurs gehabt haben. Und wenn Sie interessiert sind und wenn du interessiert bist, du wirst es nicht bereuen und melde dich sofort an und würde mich freuen, euch zu sehen, ja, auf diesem Kurs.